Heute probieren wir erst einmal die Amiibo-Funktion hier in Chibi-Robo Ziplash aus. Ja, den Chibi-Robo Amiibo gibt es ja zum Spiel dazu. Und auch ich musste das natürlich erstmal selbst bestellen. Habe zwar das Rezensionsmuster von Nintendo als Download-Code bekommen, aber das Amiibo musste ich mir ja selbst erstmal kaufen. Ich hab's jetzt. Die Funktion soll jetzt nicht atemberaubend sein, aber was genau weiß ich auch nicht. Es gibt anscheinend verschiedene Outfits. Wir gucken einfach mal. Amiibo-Menü. Jo, bei Teddy einfach hingehen und anquatschen. Alles klar. Was sind Amiibo? Das sind Figuren, durch deren Scannen Bonusinhalte freigeschaltet werden. In diesem Spiel gibt es mehrere Features, die das Scannen eines Amiibos aktiviert. Folge einfach der Anweisung auf dem kommenden Bildschirm, um ein Amiibo auf die Verwendung vorzubereiten. Ich habe ein Amiibo. Kann man auch einzeln kaufen, ja. Aber, ja, ist eigentlich ein ganz schöner Amiibo, im Endeffekt. Nicht so klein wie die Animal Crossing Amiibos zum Beispiel. So, das Schreibgerät mache ich mal und jetzt den Amiibo drauf und ich scanne ihn. Was wird geschehen? Erfolgreich gelesen. Bitte Amiibo entfernen. Auch das ist passiert. Nö. Och, kann ich machen. Soll ich mal ganz schnell. Und da muss ich ihn wieder draufstellen. Das ist immer so eine Sache. Amiibo. Schön zu sammeln. Die Funktionen sind aber teils ein bisschen... Aber besser als nichts, finde ich immer. Jo, kein Spitzname. Speicher einfach. Das passt schon. Und wieder hinhalten. Das gute alte Lesegerät. Amiibo! Amiibo! Watten nu? So, bitte scanne ein Amiibo. Hab ich doch. War das alles jetzt, ja? Bitte Amiibo entfernen. Das ist eine Wissenschaft für sich, ne? Jo, hab ich. Ja, natürlich mit dem Spiel verknüpfen. Mit was denn sonst? Gut, würde funktionieren bei Super Mario Maker für das Chibi-Robo Kostüm, aber sonst fällt mir kein Nutzen ein für den Chibi-Robo Amiibo. So, ja, ist ja wunderschön. Wir wollen ja eigentlich noch lesen und speichern. Ich soll entfernen. Und ja, ist jetzt verknüpft. Ist ja wunderbar. Kann alle Funktionen nutzen. Dein verknüpftes Chibi-Robo-Amiibo kann im Chibi-Haus in Stufen, am Stufenende und im Amiibo-Menü nach Auswahl einer Speicherdatei verwendet werden. Erscheint auf dem Touchscreen, wenn ein Amiibo verwendet werden kann. Berühre das Symbol und scanne es, um tolle Features freizuschalten. So, ich habe hier einen Amiibo-Knopf, da drücke ich jetzt drauf. Und wieder muss ich davor halten und wieder den Amiibo drauf tun. Erfolgreich gelesen. Bitte das Amiibo entfernen. Warum auch immer ich das immer entfernen muss. Lass einfach drauf immer. Aha. What the? Ein Chibi-Automat ist erschienen. Ein Versuch kostet 50 Chips, was du wohl gewinnen wirst. Wenn du diese Maschine verwenden möchtest, kostet dich das jedes Mal 50 Chips. Ja, kein Ding. Wir haben's ja. Und hier haben wir... Aha, Schwebmatz. Ja, lass ruhig mal ein bisschen die Korken knallen. Gewisserweise. Also man sammelt im Spiel auch, ich sag mal für die 100%, diese Trophäen. Ähnliches gab es ja schon in Smash Bros. Melee und Brawl natürlich. Guten alten Trophäen. Heldenhafter Flug. Ja, und da werdet ihr euer Geld, eure Chips schon definitiv los. Aber das sind halt winzige Goodies, würde ich sagen. Auf die Plätze, fertig. Gut, nett gesehen zu haben. Ich würde mich doch mal lieber ins Abenteuer wieder stürzen, weil... Ja. Die Amiibo-Funktion haut mir glatt die Löffel weg. Und jetzt drauf gespeichert, ja? Wunderbar. Eine Nachricht von Citrosoft. Du kannst nun das Obergeschoss des Chibi-Hauses betreten. Auf, in den Aufzug! Aha, bin mal gespannt. Da gibt's dann die ganzen Trophäen oder was?
Okay. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Figuren anordnen, fotografieren, Fotoalbum. Aha. Figuren anordnen. Ja, man kann die also sortieren, die man sich da verdient hat. Ja, schön zu wissen, dass man das machen kann. Vielleicht kann man sich da in der Tat auch mit beschäftigen, aber ich lasse es für das Let's Play natürlich in einer gewissen... Naja, ich wollte es euch halt mal zeigen, aber wir wollen nicht so näher drauf eingehen. Das kann hier jeder für sich selbst machen. Da sind meine Figuren. Im Regal, wunderbar. Das wäre noch was, wenn die all diese komischen Chibi-Robo-Gegner und so als Amiibo rausbringen würden. So hart ist ja nicht mal Nintendo drauf, aber ich meine ja nur mal. Oder alle Pokémon, jedes einzelne Pokémon als Amiibo. Wenn denen die Ideen ausgehen, ich würde fast tippen, das ist gar nicht mal so unrealistisch. So, ich mache das Lesegerät aus und wir wagen uns nach Level 4-4. Irgendwas von der Mitternacht habe ich gelesen. Bin gespannt. Ne, also falls jemand noch fragt irgendwie, ja, was mit Amiibo? Weil es wurde schon öfter gefragt, wie das damit ist. Den kriegen wir da runter. Ups. Ein Chibi-Knirps. Muss jetzt wieder ein bisschen reinkommen, alles klar. Wollte nur wissen, wie es geht wieder. Hab jetzt eine Zeit lang das Game nicht mehr angefasst. Oh nein! Please, wie ging das? Ach, mit links und rechts. Hatten wir schon in der ersten Welt sowas. Nee, aufsteigen, indem ich loslasse. Jetzt kriege ich das da nicht mehr so ohne weiteres. Das war ja schon hart. Ich habe mich ja im letzten Part, das weiß ich noch, gewundert, dass hier in der vierten Welt, Europa, zumindest im letzten Part noch keine Special... Wie soll ich das nennen? Special Level aufgekreuzt sind, wie Surfen oder U-Boot, all das. Ups, nee. Uiui, wie soll ich dem ausweichen? Wir sind noch viel zu langsam damit unterwegs. Das... Okay, das sind auch sehr langsame Geschosse. Geht's noch tiefer? Na. Da konnte ich wohl nichts mehr machen. Lassen lieber mal steigen. Es ist unglaublich. Ach, kann ich jetzt auch feuern oder was? Ah. Das ist ja gar nicht so schlecht. Also die Steuerung in dieser Ballonfahrt, die wir vielleicht mal schon hatten, ist ja wirklich sehr suspekt. Wenn ich das so sagen darf. Ich kann nur nach links und rechts drücken und schiebe Robot damit quasi wackeln lassen. Wenn ich viel wackeln lasse, dann sinken die Ballons ab. Sehr gut, erledigt. Ein Problem weniger. Ja, das war auch wirklich in der ersten Welt schon knallhart. Jetzt habe ich scheinbar einen Bereich geschafft. Interessant. Ups. Ich weiß nicht, ob die Ballon, die Wolken da oben mich wirklich... Ich glaube schon, dass die die Ballons zum Platzen bringen, einfach weil das die Obergrenze ist. Hartes Brot, Junge. Hartes Brot. Nicht fettes Brot, nein. Hartes Brot. Positiv dürfte dann aber sein, dass dieser Level nicht besonders lang ist. Ja, wir sind in der vierten Welt. Es gibt definitiv 6 Welten, die ich zocken werde. Deswegen Glück auf. Lang geht die vierte Welt ja nicht mehr. Auch der Zuschauer-Schnitt des Chibi-Robo-Siplash-Let's-Plays ist jetzt leider nicht so hoch. Das heißt, es ist nicht so beliebt, aber das Game ist halt, ja, wie es halt so ist, ne? Ich fand die vierte Welt bisher am besten. Wow, wow, wow. War das gut so? Ja, da wird mir jetzt wehtun, ne? Okay. Scheinbar ein Umweg für den Chibi-Knirps. Macht aber nichts. Ich freue mich über die Leute, die dabei sind und das Game mit mir auschecken. Ich will es natürlich definitiv bis zum Ende durchschauen. Ah, zu nah an den Wolken, habe ich immer Bedenken. Ja, eine gepflegte Runde. 2D Jump'n'Run Cost geht ja immer. Ich kann mir nur vorstellen, dass ich dann nach weiteren 3-4 Parts... Ah, wie kann ich denn hoch? Die Dosis an Chibi-Robo-Siplash dann doch ein bisschen verringere.
Ja, ich habe auch die ersten Bewertungen diverser Videospielzeitschriften an mir reingezogen. Endzone, M-Games sind ja so meine Standard-Videospielzeitschriften seit Jahrzehnten eigentlich. Und die haben beide Chibi-Robo eine schwache Wertung gegeben. Nicht vernichtend, wie Sonic Boom oder so, aber... Ja. Kritisieren vor allem... Ja, das war ein Treffer. Ach! Dazwischen geht auch, interessant. Kritisieren vor allen Dingen auch das Boss-Roulette, was einfach so überflüssig ist, weil man eh nur zum Boss kann. Ah, schade. Drei Geschosse von mir und direkt weggedönert. What the? Ja, ging das jetzt zu lang, oder was willst du mir damit sagen? Und ich soll alles nochmal machen, ja? Boah, nee, ey. Checkpoints, habt ihr davon schon gehört? Unglaublich, naja. Ihr bekommt's geschnitten, ist ja wirklich ärgerlich. Checkpoints oder was? Wir gucken mal. Nee. Einfach nochmal von vorne. Also. Bis gleich. Und den zweiten erledigt. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Meine Güte, du. Meine Güte. Gibt es vielleicht noch einen dritten Kampf gegen diese irgendwas? Auf jeden Fall alle großen Münzen. Party hart. Und jetzt noch ein Schätzchen, Spätzchen. Sauber. Riecht nach dem Ziel. Es riecht danach. Da ist noch ein Chibi-Knirps, sehr gut. Der fehlt nämlich noch. So. Ja, gar nicht mal so doof, wenn man da erstmal die Blöcke zerstört. Kriegt man den vielleicht nicht mehr so leicht. Na gut, alle Münzen, alle Chibi-Knirpse, so lobe ich mir das. Bams! Ja, da hatten wir den etwas kürzeren Level. Nice, nice. Dann passt es auch wirklich sehr gut, dass ich heute in diesem Part halt die Amiibo-Unterstützung gezeigt habe und nicht etwa im letzten Part, der ziemlich lang schon war. Ja! Aha! Ich krieg den noch. Juhei! Ich will natürlich wie immer eine 1 auf dem Roulette, damit ich kein Level doppelt machen muss. Auch das ein großer Kritikpunkt der anderen Medien an Chibi-Robo Splash. Ja, ist auch wirklich... Da seid ja auch ihr der Meinung. Da muss man kein großer Prophet sein. Und wenn ich jetzt die Süßigkeit habe, unglaublich, da habe ich den Level zu 100% komplett gelöst. Kameda no Kakinotane. Interessant. Irgendwas Saures? Keine Ahnung. Habe ich wirklich mal 100%? Ich glaube, das hatte ich. Ja gut, bis auf diese Medaillen da. Also wir haben alle Snacks, wir haben alle Mega-Chips und alle Chibi-Knirpse. So First-Try-Medaillen und so habe ich natürlich nicht. Ist jetzt halt schade, Marmelade. Kannst du die Punkte auf dem Amiibo speichern? Ja gut, ich probiere es einfach mal. Kann ich meine Punkte auf dem Amiibo speichern? Zack. Machen wir das. Und dann? Kann entfernt werden. Warum sollte man das draufschreiben für den Automaten da? Ja, jetzt nochmal. Oder was? Ja. Ist wirklich in dem Spiel fast schon ein bisschen sinnfrei. Klar, man kann wahrscheinlich mit dem einen, wie soll man es nennen? Glückskugel-Dingens? Kann man bestimmt da was Tolles machen, aber... Amiibo. Ah, er meldet sich wieder. Rang. Man kann ihn anscheinend immer aufleveln. Wahrscheinlich erreicht er dann immer andere Outfits. Das war ja so ein Holz-Chibi-Robo. Ah, stand bestimmt eben mehr. Holz-Chibi-Robo ist ja so ziemlich normal. Sag ich mal. Man kann auch verschiedene Kostüme bekommen. Die kann man einerseits bekommen durch diese komischen Plattform-Dinger, die ich immer sehe, wo ich mich oft gewundert habe, was das überhaupt ist. Wenn man ein Level zum zweiten Mal durchspielt, kann man irgendwelche Aliens treffen, denen man zu der Plattform helfen muss. Und dafür bekommt man dann ein Kostüm.
Habe ich es richtig verstanden? Und wahrscheinlich ähnlich eben mit diesem Amiibo. So, drei Versuche. Auch hier kann man was kaufen mit X, damit man auch die 1 bekommen kann. Aber ich glaube, hier Vertrausch in der Macht. Das wird schon eine 1 werden. Eigentlich alles ganz simpel. Aber diese Kostüme werden vielleicht ein bisschen abwechslungsreich, aber ich bleibe ein bisschen Standard. Ich hoffe, ihr habt da nichts dagegen. Dass ich da jetzt keine großartigen Farben und Formen in unseren Chibi-Robo annehmen lasse. Ich will nur, dass ihr das wisst, dass das Spiel da noch was, in Anführungsstrichen, zu bieten hat. Okay. So, aber was es mir hoffentlich bieten kann, ist ein neuer, cooler Level in Europa. Der vorletzte. 4, 5. Das war bisher in diesem Part eigentlich nur Geplänkel. Deswegen hätte ich gerne, dass wir uns jetzt mal aufmachen und einen schönen 2D-Jump-Run-Level genießen. Aber das mit der Amiibo-Sache, ich glaube, ich werde da nichts mehr weiter deichseln, den ich mir großartig leveln, hätte ich von Anfang an machen können. Könnt ihr gerne machen, wenn ihr wollt, aber irgendwie ist es mir ein bisschen zu gering, die Funktion dahinter. Ein kleiner Remix bei dem Soundtrack. Hörte sich ja anders an in den ersten Leveln der vierten Welt. Hörte sich früher besser an, ehrlich gesagt. Ach, das ist ein fester Felsen. Er sieht gar nicht so aus. Hä? Was zum Teufel? Kann ich so auch nicht holen? Okay, Bombengegner. Ganz schön explosive Stimmung, wenn ich das so sagen darf, ja. Okay. Kabumski! Tu es einfach andeuen. Ach, da wäre noch ein Weg gewesen. Verdammte Axt. Habe ich nicht gesehen irgendwie. Bin ich blind oder hat man es wirklich nicht erblicken können vorher? Na dann marschier hindurch. Alter? Alter? Ich bin gefangen. Für immer. Bomb. Jo. Bombenstimmung hier bei Chibi Robo Splash. Was haben wir denn da? Autsch, das war Fail. Ich will über den springen. Dann so abliefern. Was zum... Alles klar. Was ist für ein Kerzenhalter da im Hintergrund? Sag mal! Ich dachte, ich... ja, man lernt aus seinen Fehlern. Die meisten Leute zumindest. Auch auffällig. Ich muss immer hinter den Gegner springen. Angst. Chibi-Robo springt ja gar nicht so weit. Bin total plemplem? Warte mal. Da ist doch überhaupt nichts zum Festhalten oben. Oder ist dahinter etwas? Tatsächlich. Es reicht ganz knapp nicht. Willst du es mir ernsthaft erzählen? Nein, der Gegner hat mich... Weiß nicht, ob es so gedacht war, aber irgendwie merkwürdig. Überhaupt, wo wir hier sind. Irgendwelche komischen Käfige oder wie nennt man das bei Vögeln? Voliere oder so? Ich hatte selbst nie Vögel als Haustiere. Blöde Alien. Wegen euch haben wir den ganzen Salat. Kartoffelsalat. Oder sagen wir lieber, Nudelsalat. Kartoffelsalat hat irgendwie so ein bisschen... ja, wie soll ich sagen? Ist nicht mehr so in wie früher. Hat einen schlechten Ruf bekommen. Warum bloß? Oh je, ich glaube, ich bin hier ein bisschen falsch. Weil oben... Ich dachte, ich gucke lieber erstmal unten, was abgeht. Aber scheinbar geht es hier wirklich lang. Oben wären noch Wege gewesen. Na dann. Aufladen? Ja, auf jeden Fall. Du hast nur noch 100, Junge. Take it! So will ich das sehen. Ein hochmotivierter Chibi-Robo macht sich auf den Weg. Oh, fuck. Es gab viele Möglichkeiten, das zu lösen. Das war die schlechteste. Ich
würde mit dem einfach rüber spazieren. So, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, glaube ich. Aha, hier abwarten. Knapp. Aber reicht. Das geht doch nur mit Bomben, ne? Verstehe. Ja, man tut... Warte mal, lass mal ganz kurz los. Ich muss mich besser positionieren. Ja, Chibi Knirps in Ehren. Gott habe ihn selig. Macht euch um den Chibi Knirps keine Gedanken. Den gibt's nicht mehr. Das ist jetzt so ein Hangover-Zitat. Was ist mit Oma? Oma gibt's nicht mehr. Macht euch keine Sorgen, Oma. Aber den Chibi Knirps gibt's noch. So zwei so nah bei hintereinander ist ein bisschen ungewöhnlich bisher, oder? Er hält mich zum Narren. Sonst prallen die doch immer ab, wenn ich dagegen springe. Genau so. Einkassiert! So. Coins! Give it to me! Oder Chips. Paprika-Geschmack. Hoffentlich basht die andere den rechten Felsen auch weg. Na, natürlich nicht. Kein so guter Durchgang, möchte ich meinen. Ach, das ist doch... Das ist doch Pillepalle. Richtigen Moment abwarten und die Sache hat sich. Wollte gerade sagen, ich hab's doch gelöst. Da unten geht's bestimmt auch weiter, aber ist das ein kleines Secret oder was? Hm. Ich weiß nicht. Ich glaube, da unten ist nur gähnender Abgrund, wenn man es nicht schafft oder irgendwie abrutscht mit dem... Ja, ich sehe ja schon. Wenn man abrutscht mit dem... Stecker. Hätte das sein können? So, ich sehe einen Checkpoint. Yay! Wir alle lieben Checkpoints, nicht wahr? Ein bisschen Müll einkassieren. Rein damit. Der hat vielleicht Kapazitäten, was? Das war weniger schlau. Kabum. Sebum. Ja, ja, nicht erschrecken, nicht erschrecken. Alles gut. Chibi-Robo, wir sind alle freundlich, lieb. Kooperativ. Gehen durch die nächste Tür. Hereinspaziert! Weil ich selbst gespannt bin, was genau... Es geht kaputt. Ach, der macht die... Verstehe. Und hier ist auch schon wieder das Ziel. Der Level war gar nicht so lang. Ich muss aber gestehen, dass ich einige Wege nicht gegangen bin aus Fail einfach. Muss ich mal mit eingestehen. Was zum Teufel? Don't get it. Nee, da war noch mehr Plattformen und irgendwelche Hindernisse dazwischen, dass der Stecker abgeprallt ist. Ich hab schon gedacht, wie kommen wir da hinten dran? Mal sehen, ob das Kupfer-UFO ausreicht. Ja, gefunden habe ich fast gar nichts. Verdammt Axt. So, ich darf aber weitergehen, ohne das Amiibo zu scannen. Da bin ich sehr, sehr froh, dass man mir die Entscheidung offen lässt, ob ich mein Amiibo bediene oder nicht. Tja, mal sehen, ob der kleine Knirps noch ein bisschen... ja, der Stecker. Ich habe ihn gerade in der Hand, ne? Der Stecker. Hätten die ein echtes Kabel hin tun können, einfach so ein elastisches. Ist ja wirklich nicht teuer. So, nur ein Versuch. Das macht mich schon ein bisschen nervös. Aber es sieht gut aus. 4-1 nebeneinander. Und mit Geduld und Spucke und Übung geht das eigentlich klar. Das sollte die vorletzte 1 werden. Sag ich doch. Immer da, wo man drauf tippt. Da landet man auch. Überflüssiges Roulette. Und im nächsten Part gibt es 4-6 und sicher auch den Boss. Okay, schaltet wieder ein. Ich freue mich über einen Daumen hoch. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.